Habt ihr euch erschrocken? Ja. Mögt ihr das? Nein. Mag ich es, erschrocken zu werden? Erst recht nicht. Und was machen wir heute? Wir lassen uns erschrecken bei Fears to Fathom. Home alone. Wir sind allein zu Hause. Klingt doch zusammen entspannt, spiel ein. Wir gehen entspannt, erst recht nicht. Ich hasse Horrorspiele. Ich will das nicht. Es war eine warme Sommernacht. Meine Eltern waren auf Geschäftsreise und nicht zu Hause. Ich hatte das ganze Haus für mich allein. Ich hab keinen Bock, Mann! Was klingelt hier? Was fliegt da rum? Was sind das? Todesser oder was? Das ist Harry Potter! Mein Gott, okay, ich bin in einem Zimmer, es sieht aus wie 1814! Wir stehen auf und befinden uns in unserem Kinderzimmer anscheinend. Wenn hier jetzt links um die Ecke direkt was kommt, ne? Ich schwöre euch, ich beende direkt dieses Video. Direkt! Ich dachte, da steht jemand, aber es ist nur mein... Wenn ich auf den Stuhl schaue... Guck mal, wer da ist. Oh, oh, es ist ein Auto! Puh, ich hasse Horrorspiele, mich regt das so auf. Ich habe noch Hausaufgaben heute Nacht, aber ich bin zu hungrig. Das heißt, wir stehen auf und gehen wahrscheinlich in die Küche. Es ist alles eine Frage des Settings, ne? Ich meine, wenn ich theoretisch Hunger habe... Press C to crouch. Warum soll ich crouch? Du brauchst dir nichts zu essen bestellen. Ich habe dir schon heute Morgen Lasagne gemacht. Schau mal im Kühlschrank nach. Okay, Mama. Ich schaue im Kühlschrank nach. Da ist auch eine Tür, ist mir aber egal. Hier vorne ist der Kühlschrank. Ich gehe um die... Warum soll ich schon wieder crouchen? Okay, dann crouchen. Dann crouchen wir ganz langsam zu. Oh, oh, oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Warum geht der von alleine auf? Wir nehmen die Lasagne. Food was cold, okay. Packen wir es in den Ofen. Ja. Digga, startet hier gerade eine Rakete auf dem Dach. Ich steigere mich da vielleicht auch so ein bisschen immer rein, ne? In so Horrorspiele, aber ich will ja bei Fernsehen gucken, willst du mich verarschen? Hier ist wahrscheinlich das Wohnzimmer. Jedes Horrorspiel ist halt auch gleich aufgebaut, beziehungsweise jedes Haus in Amerika. Okay. Wir setzen uns hin. Muss ich den Fernseher erst einschalten? G to throw. Ach du Kacke. Nee, das wollen wir noch essen. Oh! Okay, okay, okay. Ich setz mich hin. Ich schau schon Fernsehen. Iss deine verdammte Lasagne, du kleiner Sohn. Müssen wir hier irgendwie mit der Lasagne interagieren? Ach so. Ach. Können. Ist einer die Treppe hochgegangen. Scheiß drauf. Dummer Wichser. Mason Oliver, was willst du jetzt? Wir müssen uns morgen treffen, Bro. Bei mir kam gerade was rein. Du musst morgen zu Jessica kommen. Ah, okay, chillig. Also Mason Oliver wollte anscheinend vorbeikommen. Hat mir jetzt einen Korb gegeben. F*** dich, Bruder. Boah, ich will nicht nach oben gehen. I'm sorry, Miles, gotta see you tomorrow. Alles gut, Bro.
Ich brauch dich nicht in meinem Leben, Oliver. Ich hab mein eigenes Leben. Und ich schaue nur in die Kamera, weil ich Angst habe, auf meinen Screen zu schauen. Und ich nicht möchte, dass hier irgendetwas passiert. Da sich meine Frau hier allerdings in dem Spiel ein bisschen unwohl fühlt und schlafen gehen möchte, gehen wir jetzt schlafen. Drück ich auf das Bett? Ich weiß es nicht. Ich drücke! I always close my door before going to bed. Ich will mich nicht umdrehen. Ich will das nicht. Ich sehe es nur im Augenwinkel. Tür ist geschlossen. Ich gehe ins Bett. Was steht da? Ich will es nicht lesen. Es ist wieder weg. Was stand da? I remember I had homework to do before going... Also ich muss noch Hausaufgaben machen. Wo mache ich die Hausaufgaben? Wahrscheinlich im Garten, bei kompletter Dunkelheit. Wie geht's? Nicht gut. Warum bimmelt die Uhr? Okay, hier ist keiner. Machen wir unsere Hausaufgaben. I couldn't focus because of TV noise downstairs. Ich hab den Fernseher angelassen. Wisst ihr, wie spät es ist, wo ich das Video, das Spiel gerade spiele? 1.09 Uhr. Wisst ihr was? Scheiß drauf. Scheiß drauf. Ich bin ein erwachsener Mann. Ich gehe jetzt nach unten und mache den Fernseher aus. Kann ja nicht so schlimm sein, als ob hier jemand drin ist. Vielleicht habe ich mich einfach nur vertan. Schaut mal, Licht ist an, alles ist super. Es läuft super klasse Musik im Hintergrund. Ich habe euch gerade mal im Schnitt hier den Ton vom Spiel ausgemacht. Denn ich persönlich, ich werde gerade ziemlich therapiert. Da stand gerade irgendwas, ich weiß allerdings nicht was. Von daher, laufen wir jetzt zum Fernseher. Sind wir beim Fernseher? Nee, sind wir noch nicht. Sind wir jetzt. So, aus. Warum gehst du so langsam die Treppen hoch? Wo bin ich? Okay. Hier ist, glaube ich, die Eingangstür. Alles easy. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Wir sind drin. Wir sind drin, Freunde. Wir sind in unserem Zimmer. Hier sind wir sicher. Wir machen die Tür zu. Perfekt. Und wir geschlafen. Wir geschlafen. Wir geschlafen. I remember. Du musst noch immer. Mach deine verf***ten Hausaufgaben. Los. Ich wundere mich, dass wir noch leben und dass wir noch keinen kranken Jumpscare-Moment haben. Oh. 12.38 Uhr, wenn die Uhrzeit so genau dahingeschrieben wird, dann passiert irgendwas. Wir bewegen uns ins Bettchen. Mama, bleib nicht zu lange wach. Ich möchte nicht schon wieder von Paula hören. Paula ist anscheinend die Nachbarin und sieht, wenn wir wach sind. Wir gehen schlafen. Wir gehen schlafen. Oh mein Gott! Oh mein Gott, wir haben's! Boah, ey, for real, Freunde, es... Ich kann nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Weg die Kühlschrank. Ups, ist Wasser da. Echt sick zum Trinken. Und geh zum Wegwerfen. Ab nach oben. Wir haben geschlafen. Wir haben getrunken. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht.
Und jetzt können wir vielleicht endlich mal schlafen gehen, Monsieur. Ich spiele das ganze Spiel gerade nur noch mit dem linken Augenwinkel. Wir machen die Tür zu. Und wir gehen schlafen. Meine Mutter hat mir ein Bild geschickt. Miles, wer ist das an der Tür? Bist du zu Hause? Da steht einer an der Tür? Also wir haben eine Person im Haus und noch einen an der Tür. Meine Mama hat mir das Bild geschickt, kann ich an, ich kann antworten. Jo, alles gut, Bro. Komm, scheiß drauf, Digga. Wir schauen einfach mal, wer da... Es kam einfach ein Sound, bevor ich die Tür geöffnet habe. Ach du Scheiße, Digga. Scheiß drauf! Wir sind strong. Wir sind Laser Luca. Also nicht wir, sondern ich. Und ich bin eine ziemliche Pussy, aber... Mama, 4 Nachrichten. Paula sent me. Paul. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Geh nicht an die Tür, egal was ist. Geht nicht an die Tür. Schließt jeden Raum ab und versteckt euch in eurem Zimmer. Was soll ich tun? Ich bin unten! Tür zu. Und wir verstecken uns. It's Paula at the door. Das ist niemals Paula! Niemals! Du hast mir vorhin geschrieben, ich soll nicht die Tür aufmachen, egal was passiert, und ich höre auf dich! Ich bin unter meinem Bett bin ich sicher. Kann noch 10 Jahre lang weiterklingen. Everything's gonna be alright. Mom is so sorry, honey. Ich stehe auf. Ich stehe auf. Bei den Nachbarn ist auch Licht an. Paula ist doch meine Nachbarin. Wenn bei ihr Licht an ist, ist sie ja obviously zu Hause. Ich weiß nicht, ob ich aufmachen soll. Können wir irgendwie aus dem Fenster schauen, ob sie das wirklich ist? Spiel hat sich beendet. Ach so, falls ihr mehr Horror-Games wollt, es wird nicht passieren.